So. Ankota, ich würde gerne noch mit dir reden und dir berichten, dass alles geklappt hat. Ist der? Ach, ist immer unsichtbar. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Für euch? Selbstverständlich. Alles weg. Ich bin froh, dass ihr ihnen helfen konntet. Ich hätte es auch selbst getan, aber ich bin gern unsichtbar. Und außerdem glaube ich kaum, dass sie sich sonderlich gefreut hätten, mich zu sehen. Unsichtbarkeitszauber. Ich bin froh zu hören, dass die Dorfbewohner nicht mehr unsichtbar sind. Damit kann ich ihnen besser aus dem Weg gehen. Ja. Dann seht gut. Euch vor. Gehen wir wieder hoch und dann die Straße weiter. Ah, ein schöner Blick auf die Kaiserstadt. So, was war's? Das da war, glaube ich, das Gefängnis, in dem wir waren. Naja. Aber da hat er eine schöne Ruine für sich allein gefunden. Noch ein Eisertonach, der dann seine Kammer bewacht. Und zwei Beschwörer als Lehrlinge. Wieso nicht? Würde mir persönlich auch sehr Spaß machen. Ah, Magie würde ich lieben. Also wenn es Magie in echt gäbe, ich würde Magier werden. Garantiert. Vorne geht jemand. Ein Oblivion-Portal gibt es da. Eine Eiland-Ruine. Und das war's. Da ist die Eiland-Ruine irgendwo da hinten. Wo ist denn der hier gegangen ist? Ah, da vorne. Der Geruch kommt mir bekannt vor. Was? Geht nur. Mag sie nicht. Mein, was für ein mieser Scherz. Verzeih, was? Faszinierend. Was für ein Unsinn! Das ist wirklich albern. Verzeiht, ich verstehe. Was für ein mieser Scherz. Verzeiht, ich verstehe. Das weder jetzt noch in der Zukunft. Okay, Gerüchte. Hey, seid ihr nicht der, den man den Helden von Quatsch nennt? Der das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, das bin ich, obwohl der falsche Untertitel da stand. Aber ja, endlich mal hat jemand erkannt, dass wir männlich sind. So, da vorne ist irgendwo ein Oblivion-Portal und da ist noch eine Eileiter-Ruine. Ich glaube, zu der Eileiter-Ruine gehe ich jetzt hin, da kommen wir sonst nämlich nicht mehr hin. Denke ich mir zumindest. Oder ist hier ein Weg nach oben? Okay, hier ist zwar ein Weg, aber... Ah, und unten ist das Oblivion-Portal. Puikanda! Vielleicht ist da oben eine Schatztruhe. Bevor wir da reingehen, gehen wir natürlich nach Hause und legen nochmal alles ab, was wir irgendwie gefunden haben jetzt. Okay. Dann reisen wir jetzt zum Eissackturm. Da legen wir dann alles an alle alchemistischen Zutaten ab, die wir haben. Gehen nach Bruma und verkaufen nochmal alles, was wir so haben. Thank you.
So, was haben wir noch alles? Doch einiges. Wunderbar. Seid gegrüßt. Hallo. So, mal sehen, ob wir hier was zum Ablegen haben. Ankutas Schutzring kann hier weg. Blau und grüne Kleidung, Eisenhemd, Gewand des Magiers, grüne Samtschuhe. Ja, mal sehen. Sehr schön. Eisenhelm. Gewand des Magiers. Grüne Samtschuhe hatten wir schon. Okay. Gut. Der Ebenholzdolch kann weg. Der eiserne Dolch. Der Glasdolch. Der Stahlbogen. Und das war's. So, eiserne Dolch haben wir schon. Aber den Ebenholzdolch hatten wir noch nicht. Sehr schön. Glasdolch hatten wir auch schon. Und Stahlbogen auch schon. Na gut, wird halt verkauft. Aber wenn wir schon mal alles nehmen können, dann können wir auch alles ablegen. Bücher haben wir, glaube ich, noch. So, Ankutas Tagebuch kommt runter. Die Türen von Oblivion kommen da rein. Jetzt Talaras Band 4 kommt auch da rein. Moment. Jetzt möchte ich aber noch nachsehen. Die Türen von Oblivion. Okay, haben wir noch nicht doppelt. Haben wir da irgendwas doppelt? Nein. Haben wir es vielleicht doch schon gelesen? Die Wasser von Oblivion haben wir schon gelesen, aber nicht die Tore. Oder Türen. Gut, dann gehen wir noch. Eigentlich hätte ich schlafen müssen, aber egal. Gehen wir jetzt schnell beten. Wunderbar. Gut, gehen wir jetzt schlafen. Acht Stunden. Wunderbar. Schön ausgeruht, können wir jetzt verkaufen gehen. Und reparieren sollten wir. Habe ich jetzt Ankutas Tagebuch noch da gelassen? Legen wir es noch kurz ab. Aber jetzt. Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort. Erzählt weiter. Was es auch. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Ich glaube nicht. Ein eiserner Dolch. Mist. So, dann der Glasdolch. Und der Stahlpfeil. Gut. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. So, dann geht's da weiter. Wie geht es euch? Schönen Tag. Für euch selbst kommen wir zum Geschäft.
Rüstung auflösen könnte weg. Macht mir ein besseres. Ja, das kommt schon noch. Der kann weg. Ein gutes Geschäft. Die grünen Samtschuhe kommen noch weg. Und das war's. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Wir haben schon 72.000 Goldmünzen. Geil. Wiegen auch nur noch 273. Das heißt, wir können jetzt 101 Kilo tragen. Cool. Ohne überlastet zu sein. So, Piukanda. Bei dir möchte ich jetzt rein. Bin gespannt, was wir da so alles haben. Bin gespannt, wie riesig das hier sein wird. Hier ist nichts. Na gut, gehen wir mal hier weiter. Schleichen hat sich verbessert. Eine Ratte. Rotes Fleisch, 57 Gold, ein Stahlpfeil, Rattenfleisch, Ebenholz Smaragdring, 64 Gold. Der kriegt gleich mal ein Gift. Okay, er kriegt kein Gift. Hä? Genau, töte dein Skelett. Kriegen wir hier alles? Stab des Frosts, sehr schön. 5 Stabpfeile und Knochenmehl. So, irgendwo müsste noch. Ah, ein Pfeil liegen. Welche Steine kriegen wir? Wunderbar. Mist, ich glaube, der Zombie ist runter. Tja, müssen wir ein bisschen warten, bis wir hinkommen. Naja. Gehen wir hier einfach mal weiter. Ja. Feuerball. Ich liebe das. Oh, was haben wir denn da vorne? Ein Skelett. Noch ein Welkenstein. Und noch einer. Ha. Und noch einer.
Und noch einer. Die kriegen wir alle. Super. Silberbogen, drei Stabpfeile, Knochenmehl. Wo geht's dahin? Inneres. Ah ja. Gut, bevor wir ins Innere gehen, sehen wir uns natürlich noch einmal um. Hier überall. Und darunter würde ich auch noch gerne, um den Zombie zu kriegen. Da vorne ist ein Licht. Nein, ein Zombie. Der hat so geglüht, da dachte ich aus der Entfernung, es wäre ein Licht. Wir haben immer noch über 500 Pfeile. Das ist ganz schön heftig. Durchschnittliches Schloss. Weg damit. Goldstein, Gold-Edelsteinring, Dietrich und 55 Gold. Sehr schön. Gehen wir da rein. Ich habe vergessen, ein Gift aufzutragen. Bleib draußen. Mist, ich glaube, er ist drin. Egal. Jetzt ist er weg. Vielleicht sollten wir eine Seele fangen. Seele gefangen. 7 Stabpfeile, Knochenmehl, Stab der Abtrennung. So, äußeres Pyukanda. Okay, also inneres und äußeres. Gehen wir mal darunter. Irgendwo hier muss der Zombie sein. Hier links. Da liegt er. 2 Stabpfeile und totes Fleisch. Ist hier unten sonst nichts? Gehen wir erst ins Innere oder ins Äußere? Schwierige Frage. Ich glaube, ich möchte erst ins Äußere. Von außen nach innen. Nicht von innen nach außen. Hier unten ist wirklich gar nichts. Na gut, wir haben ja noch den anderen Weg dann. Waren wir hier nicht schon? Naja. Das ist über uns. Okay. Mist. So. Da gehen wir gleich hin. Oh, geil. Noch mehr Weltkönsteine.
Mist. Den habe ich jetzt nicht gefangen, leider. Den auch nicht. Hoffentlich den da wieder. Ja. Mist, der ist irgendwie... Naja, durchgekommen. Bei den anderen war ich halt einfach zu langsam beim Schleichen. Aber den hätte ich... Der auch. Den hätte ich eigentlich fangen können. Und hab's nicht getan. Schade. Aber den dafür wieder. Durchschnittliches Schloss. Ein Glasstreitkolben. Sehr schön. Ebenholzring, starker Trank der Spiegelung und 80 Gold. Super, das gefällt mir doch. Wo geht's jetzt hier entlang? Ah. Nein, nein, nein. Mist. Komme ich da wieder hoch? Nein, aber Akrobatik hat sich verbessert. Gib mir halt den Weg.